Es gibt doch keine Kessel. Hast du eine bessere Idee? Die Tatsache ist einfach nicht lustig. Meine Spüle fährt weg. Ich hätte hier keine Beine, keine Räder montieren sollen. Ja, es ist halt blöd, wenn es eigentlich ein Schutttransportwagen ist, ne? Dann ist hier das hier. Legend of Numbers. Wow. Und das klingt nach einem Zahlenlernspiel. Ich finde es übrigens sehr lustig, bei uns im Ort sind irgendwelche komischen alten. Ich glaube, man spricht Hunde aus. Also das Ding mit T, nicht wie die Hunde. Aber diese komischen Wägelchen zum Kohletransport sind bei uns einfach ein Pokestop. Die stehen hier rum, die sind ein Pokestop. Heißt das nicht Lore? Ja, aber auf dem Plakat werden sie als Hunde beschrieben, was scheinbar irgendwas. Ach so, zum das Ganze etwas exotischer sein dürfte. Wow. Wieder was gelernt, was wir niemals im Leben mehr brauchen werden. Oh. Ja, genau. Warum habe ich hier MMO-Action-RPG? Leute, ist ernsthaft, wieso bin ich auf die sinnvolle Idee gekommen, hier ein Fachwerk auszubauen? Das kostet so übertrieben viel Holz. Hier kommt keine Wolle hin. Okay, hier ist anscheinend. So. Ich bin irgendwie gerade leicht verwirrt. Wieso dies? Über die Tatsache, wie ich mein Haus hier geplant und gebaut habe. Weil irgendwie viel Planung scheint da nicht dahinter zu stecken. Und ein Haus nach einem Totalschaden wieder zu rekonstruieren, das ist jetzt irgendwie auch nicht so einfach. Nee? Nee, überraschenderweise gar nicht. Ich dachte, das macht man jeden Nachmittag mal so zwischendurch. Ja, ja. Also dachte ich auch mal. Halt schon heute. War hier nicht auch irgendwann mal ein Dachstuhl drin? Oh Mann. Ich kenne mich gerade überhaupt nicht mehr aus, was wie das hier mal ausgesehen hat. Das ist ziemlich ungünstig, ehrlich gesagt. Will ich Haare mit Glanzreflexen oder einfach nur platt angemalte Haare? Glanzreflexe. Was sind gerade Glanzreflexe? Ja, wenn ich nenne das einfach so, wenn Licht auf deine Haare scheint, so, dann ist dir das so. Ja. Highlights, wenn du es richtig nennen willst. Das hat einen Namen. Ja, klar. Und ich habe noch immer keinen Jelly Roll weißen Stift für Highlights. Deshalb muss ich noch immer einfach Stellen auslassen. Und was. Ja. Naja, zeichnen. Nicht wirklich malen, aber. Ja, ist doch wurscht. Ist doch alles dasselbe. Nicht wirklich. Für mich schon. Gut, für dich. Nee, war das noch nicht so. Fuck. Ach warte, hier kommt eine durchgehende Holz. Och Gott. Dingens hin. So. So, das letzte, was jetzt noch fehlt, ist glaube ich ein Dachstuhl. Perfekt. Die Frage ist, wie ging der nochmal, der Dachstuhl? Wie ging ein Dachstuhl? Rechtsklick. Nein, das glaube ich jetzt eher weniger. Ich stelle mir gerade vor,
wie du so ein Haus gebaut haben willst. Und dann fragt so der Typ, wie wolltest du gleich nochmal deinen Dachstuhl? Und schon so rechtsklick. Und dann baut er dir eine rechte Maustaste als Dachstuhl. Ja, ja. Natürlich. Ja. Das halte ich auch für sehr realistisch. Ja, das wird passieren. Ich sag's dir. Das sieht so komisch aus. Hier waren doch mal Bücherregale, oder? Das habe ich schon mal gesagt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich meine, hier waren aber definitiv mal Bücherregale. Können Bücherregale brennen? Ja, logischerweise. Oh, da weiß ich, warum die da waren und nicht mehr sind. Ach ja. Naja, das gute alte Feuer in Minecraft, ne? Oh Gott, ich habe keine Wolle mehr. Das war sehr blöd. Nein, da kommt man nicht rein. Mann! Ich hasse es, dass ich mein Haus so gebaut habe, dass es genau da steht, dass nirgendwo mehr hinkommt, ohne durchs Haus gehen zu müssen. Gut gemacht. Eher weniger. Wie ist es überhaupt hier an der Stelle in der Tür? Die ist total unpassend. Ich glaube, ich denke zu wenig nach. Oh, schön. Ein Dach. Ich hasse es, dass ich hier jetzt einen Dachstuhl bauen muss. Tak. Warte. Und gar kein Holz und Spitzes. Meint, ich kann mal GoPro Studios anschreiben. Mit denen mein Best-of senden. Mein Best-of, mein Video. Und wenn denen das gefällt, ob die mir dann eine GoPro 4 sponsern. Eine Kamera, die so 500 Euro kostet. Versuch, gut, 500 Euro ist noch in Ordnung. Versuchen kannst du es ja mal, aber ich glaube nicht, dass das großartig erfolgreich ist. Ich glaube auch nicht, dafür müsstest du ein größerer YouTuber sein. Könnte schlecht sein, ja. Probier's das nächste Mal, wenn du ein paar tausend Abonnenten hast, mindestens, sag ich mal. Also beim nächsten Video. Genau. Ja, wenn du dem Spiel YouTubers Live Glauben schenkst, dann geht es aber wirklich so schnell. Ja, wenn du halt so von Simon gepusht wirst, da geht das schon mal so in einer Minute. Ich hab meinen Dachstuhl wieder. Ich bin gut. So, damit jetzt auch der Fail von der letzten Aufnahmesession am Ende. Ich glaube zumindest, es war die letzte Aufnahmesession am Ende. Hätten wir das auch nochmal repariert? Ich habe gerade den totalen Überblick ehrlich gesagt verloren, was ich wann aufgenommen habe. Egal. So, das muss ich jetzt noch alles tun, was sinnvoll wäre. Ich könnte meine Erze sortieren. Ich hab schon. Wieso ist das eigentlich nicht im Lager? Bestimmt, weil mir das Lager zu übersichtlich ist. Was sag ich hier hin? Nirgends. Das ist sinnvoll. Boah, diese Wolken.
Warte mal, ich wollte ins Lager gehen. Also organisiert sein kann ich. Als ob dir deine Kamera an den Pelikanschnabel rangebracht hat. Ich glaube, es geht los. Ich finde das eigentlich sehr logisch. Ich würde das hier auf die andere Seite machen, dass man sieht, wo er hinfliegt. Aber jetzt sieht man, dass es Pelikan dran ist. Oh, hier ist Kulterz. Der chillt einfach so mit dem. Diamanten. Was steht da oben? Kann man nicht lesen. Ah, Lapis Lazuli steht da oben. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Wo ist eigentlich Redstone? Ich pack Redstone einfach mal hier rein. So. Ich glaube, ich habe den Stift gerade zur Hälfte dezimiert und jetzt bin ich fertig. Mein Glückwunsch. Ja, jetzt brauche ich einen neuen Rotstift. Meinen Glückwunsch. Dankeschön. Bitte. Er kuschelt einfach mit einem Pelikan. Joa, das kann man mal machen. Willst du denn nicht mit einem Pelikan kuscheln? Ehrlich gesagt nicht, der sieht nicht so angenehm kuschelig aus. Der ist sicherlich ganz warm unter seinem Gefieder. Ja, das ist logisch. Er ist auch sicherlich ganz warm unter seiner Haut. Oh, wie es sich da anfühlt, will ich ehrlich gesagt nicht so gern wissen. Er ist auch sicherlich ganz warm in seinen Eingeweiden. Toll, Sylvie. Danke. Ja, ich weiß. Das bitte. Will jeder wissen. Ja, du wolltest immer mit deinem Pelikanherz kuscheln. Ich weiß es ganz genau. Ah, meine Bäume wachsen langsam. Und Pelikane sind so ekelhafte Tiere. Warum? Die töten halt nicht mal das, was die futtern. Die packen das einfach in den Mund und dann schlucken die so einen ganzen Fisch runter. Ja, und? Hä? Machst du das nicht, Gili? Hä? Ja, Alter, soll ich mir das Video zeigen, wo diese Pelikan so ein Fisch... Hast du das mal gesehen? Das ist abartig. Nein, wie einfach... sollte ich sowas gesehen haben? Richtig schlimm. Die essen sogar Tauben ab und zu. Was, Tauben? Ja, also wusstest du das nicht? Das ist jetzt aber definitiv weniger tragisch. Kann man eigentlich schon Holzlabs machen? Oh! Ach, wie geil ist das denn? Ui, das ist ja... Aber boah! Der kam eine aus der Erde. Ja, richtig cool. Wie verarbeiten die Taubenfedern? Wenn die eine Taube essen, was passiert mit den Federn und dem Schnabel von der Taube? Alles. Keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. Was war die Frage? Ja. Na, wenn die ganze Tauben essen, an Tauben ist ja ein bisschen mehr unverdauliches Zeug dran als an Fischen. Müssten die nicht theoretisch mal ein bisschen einen gereizten Magen bekommen, wenn die lauter Taubenfedern und gut Säure Schnäbel... Drin, das geht halt. So. Und für eine Felder will ich denn überhaupt hier machen? Aber wie süß. Kleine Taube versucht die Kamera zu essen. Oh, ich möchte auch eine Taube filmen. Nein, nicht eine Taube, eine Eule. Simsi, hast du eine Eule? Ich glaube, mich hat heute einer angeschrien, als ich zum Kohlebrecher gegangen bin aus dem Wald. Hat es zumindest so angehört wie eine. Um 5.30 Uhr in der Früh, als ich gar nicht wegen Pokémon rausgegangen bin, weil ich gar kein Pokémon neben dem Kohlebrecher gesehen habe. Mein Leben ist in Ordnung. Kann mir jemand
Ach genau, das hier war die Pistenschicht. Genau. Hier müssen alle Dinger rein und dann irgendwie. Ich stehe zwar gerade voll auf den Schlauch, wie diese Mechanik nochmal funktioniert hat. Aber ich denke, sie hat funktioniert. Gott, oh Gott, oh Gott. Na, egal. Sind das da vorne Blumen? Ich glaub schon. Was war hier jetzt eigentlich nochmal genau was? Hilfe, mein Bauwerk irritiert mich gerade. Was soll ich tun? Okay. Ich könnte mal sagen, erstmal nachgucken, was jetzt überhaupt alles möglich ist. Das Spiel ist ja völlig anders geworden. Und das Ganze ja beenden. Das nächste Mal wahrscheinlich nicht mehr mit Lemon und Simsi. Verabschiedet euch mal. Tschüsseli, Küsseli. Meine Zuschauer, ich werde euch vermissen. Alles klar.